Hallo zusammen, ich bin Niklas, der Tauchschulleiter von Scuba Viva, und ich heiße euch ganz herzlich heute hier willkommen, um mit Alexandra, unserer Freedive-Kursdirektorin, ein kleines Interview zu machen. Alexandra, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Danke, Niklas. Ja, mein Name ist Alexandra Schäf. Ich bin Freediving Instructor Trainerin und bilde Freediver aus seit mittlerweile über 10 Jahren, und zwar alles vom Einsteiger bis zum Tauchlehrer. Seit ungefähr 3 Jahren habe ich auch angefangen, Online-Kurse anzubieten im Freediving. Und gerade in der jetzigen Zeit ist es mir wichtig, die Freediver da zu unterstützen, dass sie halt auch jetzt beim Training dranbleiben können. Super. Ja, das Training online, das hast du ja seit neuestem, also seit letztem Winter nochmal überarbeitet und nennst das Apnea, richtig? Ganz genau. Genau. Wie und wann ist denn das genau entstanden? Ja, Apnea ist entstanden im Dezember. Im Dezember war es so, dass bei uns der zweite große Lockdown angefangen hat, und ich habe mir überlegt, hey, was kann ich machen? Wie kann ich die Freediver unterstützen, dass sie zum einen ein bisschen schöner haben in diesen Zeiten und dass sie halt auch die Möglichkeit haben, am Freediving dran zu bleiben. Und ich habe dann ganz spontan mir überlegt, hey, ich mache 2 Online-Training-Sessions, schreibe die aus und jeder, der Bock hat, kann kommen. Und die Resonanz, die war der Hammer. Also ich habe gesagt, maximal 100 Leute, und die 100 Plätze waren super schnell Okay. vergeben. Wow. Ja, das Feedback war toll. Ich hatte richtig Spaß und habe mir gedacht, okay, das sollte man eigentlich wieder was Längeres machen, dass die Leute auch über einen längeren Zeitraum mit dem Training begleitet werden. Da, so ist Apnea entstanden. Apnea ist das erste Mal gelaufen im Januar, und die Resonanz war super. Du warst ja auch dabei, vielleicht magst du noch ein bisschen was Genau, dazu ja. sagen. Und das Feedback war hauptsächlich, hey, jetzt weiß ich, wie ich mein Training zielgerichtet organisiere, und hey, Trockentraining ist viel mehr als irgendwelche Zeiten nach einer App, stupide die Luft anzuhalten. Und Apnea ist ein 6-Wochen-Programm, also es sind 6 Module. Und hauptsächlich geht es eben darum, dass wir trainieren, mit weniger Sauerstoff klarzukommen, den Sauerstoff effizienter zu nutzen und auf der anderen Seite auch unsere Laktattoleranz zu erhöhen. Vielleicht kennst du das beim Streckentauchen, beim Tieftauchen, sammelt sich Milchsäure in den Muskeln, die machen die Arme und Beine schwer. Und über das Training kann man eben auch die Laktattoleranz verbessern, dass man besser damit klarkommt, dass die Muskeln trotz Laktat funktionsfähig bleiben. Und das kann man super auch trocken machen, da braucht man gar nicht ins Wasser. Genau. Ja. Ja, und auch Entspannungsübungen. Ich meine, das funktioniert ja super an Land. Ich meine, Yoga Genau. macht man ja nicht hauptsächlich im Wasser, genau. Ja, absolut. Also Entspannung ist ein Punkt. Für den Druckausgleich kann man viel machen. Das haben wir auch mit dem Programm ein bisschen mit drin. Visualisieren kann man viel machen, mentale Techniken. Und das war eben, das ist der Hintergrund, der hinter dem Apnea steht. Genau. Und was sind für sich so die Vorteile davon, dass wir das online machen? Also die Vorteile sind ganz klar in Zeiten wie jetzt, dass man halt einfach was machen kann. Aber grundsätzlich, was ich an Feedback kriege, ist, die Leute können es zur freien Zeiteinteilung machen. Sie müssen nicht zu bestimmten Terminen irgendwo und sei es online anwesend sein, weil, hey, jeder ist nicht nur Freediver, jeder hat ein Privatleben, jeder hat einen Job, und man muss halt gucken, wie man das Ganze unter einen Hut bringt und wie man das alltagstauglich gestaltet. Und von daher ist sicherlich einer der größten Vorteile, dass man die Zeit sich nehmen kann, wenn es passt, und dass man auch die Geschwindigkeit bestimmt, in der man dieses Programm durchläuft. Also das kann in 6 Wochen sein, das kann in 12 Wochen sein, je nachdem, wie man halt möchte, je nachdem, wie es gerade reinpasst. Und der zweite große Vorteil gegenüber von Präsenzkursen ist, bei einem normalen Präsenzkurs, da geht man hin, das sind 2 Tage, das sind 4 Tage, das ist eine Woche. Man schreibt mit, was man sich merken möchte. Man guckt, dass man sich möglichst viel merkt, und danach ist der Kurs vorbei. Und durch das Online hat man halt die Möglichkeit, immer wieder nachzulesen, sich immer wieder die Übungen downzuloaden, die Videos anzuschauen. Und das merke ich selber, wenn ich Kurse mache, dass das auch für mich als Teilnehmer ein großes Plus ist. Aber du hast ja auch teilgenommen. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie ist es dir gegangen mit dem Programm?
Ja, den Großteil der Vorteile hast du wirklich schon gesagt. Ich fand das super. Ich meine, ich habe meinen Freediving-Kurs erst letztes Jahr gemacht. Von daher bin ich eigentlich noch totaler Anfänger. Und habe es halt wirklich geschafft, nach dem Kurs noch zwei, dreimal ins Schwimmbad auch zu gehen und für mich zu trainieren. Und dann kam halt auch in der Schweiz der Lockdown. Und ich habe mir gedacht, ja, eigentlich würde ich gerne dabei bleiben, aber wie mache ich das jetzt? Und dann bin ich, da wir uns ja schon länger Scuba Viva und Freediving bei dir miteinander zu tun haben, bin ich über das Apnea gestolpert und habe gesagt, ja gut, nimmst du teil und schaust dir das mal an. Und wirklich, da ich ja vorher gar keine Ahnung hatte, wie ich groß trocken trainieren kann, hat mir das super geholfen in der Richtung. Super. Und die Übungen sind wirklich super simpel, man kann das relativ gut in den Alltag einbauen, ob das nur eine Viertelstunde ist, ob es anderthalb Stunden sind, je nachdem, wie man das halt machen kann und auch möchte. Von daher, ja, gucke ich, dass ich das jetzt noch weiterführen kann. Und wenn man den Kurs selber halt macht, dann kann man ja auch die einzelnen Sessions über 2 Wochen ziehen oder über 3 Wochen und hat halt dann nach 2, 3 Wochen wieder was Neues, was man anfangen kann. Und das gibt mir einfach mehr Motivation, dann am Ball zu bleiben und auch mit den Übungen weiterzumachen. Genau. Ja, Also ich fand cool. den Kurs super klasse. Das freut mich. Vielen Dank. Das ist mein Ziel. Ich mache die Kurse ja nicht für mich, sondern für euch. Und ja, Genau. wenn ihr das so toll fandet, dann freut mich das sehr, sehr, sehr. Und ich freue mich ganz arg auf den Kursstart, auf den nächsten. Der findet ja am 8.3. statt. Und es Genau. wird der letzte gemeinsame Kursstart sein, denn ich hoffe, dass es danach endlich auch wieder ins Freiwasser, ins Schwimmbad geht. Von daher, ja, wer teilnehmen möchte, nehmt gerne teil, meldet euch jetzt an, wartet nicht länger. Genau, nutzt die Chance, Genau. weil wir noch ein Frühbucher-Angebot mit dabei haben. Bis zum 5.3. könnt ihr dann noch gleichzeitig an der Live-Session mit teilnehmen. Und die bieten dann einfach eine Chance, mit Gleichgesinnten mal im virtuellen Raum gemeinsam zu trainieren. Von Ja. daher meldet euch an. Genau, ich freue mich auf euch. Den Link werden wir einblenden und zum Video posten. Und wenn ihr Fragen habt, kontaktiert den Niklas, kontaktiert mich und Genau. bleibt dran. Viel Freude am Freediving. Danke, Niklas. Danke, Alexandra. Ciao. Ciao, ciao.